Moin moin und herzlich willkommen zum Körbel Modding Mittwoch. Und auf dem Bild ist der Name des Mods schon Programm, denn wir gucken uns heute mal ganz kurz und knapp Persistent Rotation an, weil so viel gibt es zu dem Mod gar nicht zu sagen, außer dass es zwei, drei nette kleine Sachen macht und die haben logischerweise, wie der Name sagt, was mit Rotation zu tun. Das hier ist natürlich eine ganz normal rotierende Probe. Und ja, das ist jetzt noch nichts Spannendes, aber was ihr kennt, ist, wenn ich das hier tue, hört das normalerweise auf. Hier wird es aber schneller, also es rotiert weiter. Das heißt, was Persistent Rotation schon mal macht, ist dafür zu sorgen, also im ersten Schritt, wenn ihr erstmal sonst nichts weiter tut, eine Rotation, die ihr einem Fluggerät beigegeben habt, aufrechtzuerhalten, auch wenn der Zeitraffer stattfindet. Jetzt fragt ihr euch vielleicht so, ja, Winter, aber warum? Ja, warum? Wenn ihr jetzt mal das Ganze nicht als eine kleine Probe seht, sondern als eine Raumstation, die ihr in Rotation gebracht habt, um euch spieltechnisch Gravitation zu erzeugen. Was weiß ich, ihr baut euch so, ne, so ein Außenrundell-Ding und beginnt damit zu rotieren, dann würde das ja jedes Mal gekappt werden, wenn ihr in den Zeitraffer geht, was erfahrungsgemäß ja bei Kerbal Space Program recht oft passiert. Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte das so haben, dass wenn ich eine Drehung beginne, muss ich Treibstoff dafür ausgeben oder Momentum über die RCS erzeugen. Und wenn ich damit aufhören will, muss ich das auch wieder tun, was zugegebenermaßen relativ realistisch ist, weil Dinge hören nicht einfach auf zu rotieren im Weltall, warum auch, dann ist Persistent Rotation das Mod, nach dem ihr schon immer gesucht habt. Und man kann auch noch ein bisschen mehr Sachen machen. Und zwar könnt ihr über das Einstellungsmenü eine relative Rotation zu einem Reference Body machen. Also zum Beispiel in unserem Fall zu Körben. Also ich hatte jetzt Sonne eingestellt, das ist natürlich nicht allzu hilfreich, weil da passiert nicht allzu viel. Und was dann passiert, ist Folgendes. Wir richten jetzt einfach mal diesen Satelliten auf Körben aus. Angenommen, ihr habt euch einen, was weiß ich, Spionagesatelliten gebaut, dessen Kamera immer auf den Boden zeigen soll, weil ihr das unbedingt so haben möchtet. Dann ist das normalerweise nicht so einfach möglich, weil sobald ihr in den Zeitraffer geht, ja, beziehungsweise generell, sobald ihr irgendwas tut, dann ist halt vorbei. Also die Kiste dreht sich halt von dem Punkt immer weiter weg, weil sie rotiert ja außenrum. Jetzt ist sie per Persistent Rotation, aber gepinnt auf das, was unter ihm ist. Also quasi diese Position relativ zu Körben. Das heißt, selbst wenn ich jetzt in den Zeitraffer gehe, ich mache das einfach mal, seht ihr das? Der Satellit bleibt immer auf den Boden von Körben ausgerichtet. Das heißt, er orientiert sich an dieser Rotation. So, das ist quasi jetzt der Spionagesatelliten-Spielmodus. Wenn ihr jetzt aber interplanetar fliegt, kann das auch relativ interessant sein. Denn die Planeten sind ja nicht so interessant, aber was unter Umständen, das ist bestimmt dem einen oder anderen von euch schon mal passiert, ein Problem sein kann, ist, wenn ihr lange unterwegs seid, ändert sich natürlich die Position zur Sonne hin, gerade wenn ihr zu anderen Planeten reist und wenn ihr eure Solarpanels so verbaut habt, dass ihr nicht aus allen Winkeln Strom empfangen könnt. Das ist jetzt bei mir nicht so ein richtig primäres Problem, aber wenn ich jetzt zum Beispiel komplett mit der Seite zur Sonne zeigen würde, also quasi irgendwie so, ne? Okay, ja, die oben drehen sich zugegebenermaßen. Es ist echt gut gebaut, aber nehmen wir an, ihr habt eine Konstruktion, wo das eben nicht geht. Dann könnt ihr natürlich sagen, ich hätte gerne eine Rotation mit der Referenz Sonne und könnt jetzt einfach eure Probe auf die Sonne ausrichten, sodass eure Solarpanels im Prinzip Strom bekommen. Und habt dann den großen Vorteil, dass jetzt, egal was sonst so passiert, die Probe immer auf die Sonne ausgerichtet bleibt. Also die Probe wird sich jetzt immer auf die Sonne orientieren. Das ist jetzt hier im Körben Orbit natürlich relativ schwer nachzuweisen, weil das dauert einfach eine Zeit, bis wir uns um die Sonne weiter herum bewegen. Aber glaubt mir einfach, das, was mit Körben passiert ist, ist jetzt auch mit der Sonne eingeschaltet. Das heißt, wir sind immer auf die Sonne ausgerichtet und egal, was sonst passiert, wir werden niemals unsere relative Position zur Sonne ändern, außer ihr gebt natürlich einen Lenkimpuls. So, und das ist, was Persistent Rotation macht. Kleines, relativ unaufwendiges Mod, ist nicht groß, frisst nicht viel Leistung. Und wie gesagt, ich finde gerade den Faktor mit der Rotation,
Also, dass das quasi im Zeitraffer aufrechterhalten bleibt, das finde ich relativ spannend, weil so wäre es nun einfach auch mal. Und wenn wir die komplette Kontrolle über unsere Probe verlieren, ja gut, dann ist das halt so. Dann können wir sie auch nicht wieder einfangen. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Rumspielen mit Persistent Rotation. Link zum Mod ist wie immer in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.